Jo, hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Es ist endlich soweit, das Spiel ist nun endlich online und ich dachte mir, als allererstes schauen wir uns mal den Battle Pass an, was da so für Skins drin sind. Gerade sind die Server online gegangen und bevor wir jetzt allzu viel Zeit verlieren, fangen wir besser direkt an und los geht's. Also, wir sehen hier schon Valorant Zündung Akt 1. Das steht für den Battle Pass oder beziehungsweise für den ersten Battle Pack. Akt 1 ist der erste Battle Pass namens Zündung. Und falls ihr euch fragt, wo der Battle Pass ist, ich muss auch erstmal kurz gucken, der ist hier oben neben dem normalen oder dem Agentenvertrag, ist hier der Battle Pass Vertrag. Wenn ihr da drauf drückt, dann kommt ihr zum Battle Pass. Ich habe gerade schon direkt mal reingekauft, damit ich jetzt mir die ganzen Skins hier anschauen kann in Ruhe. Und ja, wir schauen uns mal an, was hier so drin ist. Wir haben 10 Seiten, wir haben einen Premium-Pass und wir haben einen Gratis-Pass. Wir müssen die Premium-Stufen erst erreichen, bis wir hier die Gratis-Stufen bekommen. Falls jemand nicht den Battle-Pass kaufen will, dann bekommt er auch hier die Gratis-Stufen. Von vorne weg, der Battle-Pass kostet ca. 10 Euro, also 1000 Valorant-Points. Kann man sich relativ einfach kaufen, wenn man Geld aufgeladen hat, einfach hier kaufen und dann bestätigen, dann hat man den. Wir sehen hier als erstes die Bucky Kingdom. Finde ich, ist ein sehr, sehr cooler Skin. Bucky spiele ich tatsächlich jetzt nicht so oft, aber ist auf jeden Fall ein cooler Skin. Und ich finde, man erkennt auch das Kingdom-Design sehr, sehr gut. Beziehungsweise erinnert es auch sehr an Kingdom. Ist aber auf jeden Fall ein schöner Skin. Als erste Stufe finde ich okay. Talismane, keine Ahnung, bin ich kein Fan von. Schaue ich mir jetzt nicht so genau an, ehrlich gesagt. Radenit-Punkte haben wir schon mal hier 10. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Die braucht man nämlich, um die Waffen zu leveln, um verschiedene Stufen zu bekommen bei den Waffen. Zum Beispiel mal andere Farbvariationen und so weiter und so fort. Die meisten kosten meistens, glaube ich, 10 Radenit-Punkte. Das heißt, das hier wäre schon mal eine Stufe. Player-Cards finde ich auch, ehrlich gesagt, relativ unspektakulär. Dann haben wir hier die Spectre. Sehr, sehr cooler Skin, finde ich. Sieht sehr, sehr schön aus. Spiele ich auch öfter mal. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Skin. Der gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann haben wir hier ein Looking for Group Player Card, glaube ich. Ah, hier steht sogar Suche nach Gruppe. Ja gut, never mind. Ist ganz praktisch, wenn man keine Freunde hat wie ich, die Valorant spielen. Dann kann man eventuell dadurch mit Randoms in Kontakt kommen und eventuell sich adden und ein paar Spiele zusammenspielen. Was haben wir hier als letztes? Teamspieler, diese komischen Player-Tags. Finde ich auch absolut unnötig. Graffiti. Der ist süß, den will ich haben. Der ist cute, Alter. Heilige Scheiße, den will ich haben. Wieder ein Talisman, so eine Kiste. Finde ich relativ unspektakulär. Nummer 10 Radianit-Punkte, sehr schön. Hier die Raider-ID-Player-Card, alles klar. Oh, und ein anderer Skin. Ich hoffe, da sind noch ein paar mehr Skins drin, so an jeder Seite neue Waffenskin, wäre heftig. Finde ich sehr, sehr cool. Das ist ein cooler Skin. Auch hier mit diesen Streifen, die so ein bisschen reflektieren und so. Finde ich sehr, sehr hübsch. Mir gefällt eh alles Weiße. So weiß ist für mich eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich weiß, ist offiziell keine Farbe, aber trotzdem. Ist ein sehr, sehr cooler Skin. Nur dummerweise spiele ich die Bulldog eigentlich nie, weil die einfach absolut useless ist, die Bulldog. Da gibt es bessere Alternativen. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Skin. Was haben wir hier für gratis? Haben wir nochmal so ein Talisman. Battle Pass Episode 1. Okay. Banner, unspektakulär. Graffiti finde ich auch unspektakulär. Solange das Graffiti nicht irgendwie einen Sinn hat oder irgendwie was aussagt, finde ich ganzen Graffitis absolut unnötig. Ein Stück Käse, warum auch immer. Okay. Dann haben wir auf Stufe 15 für die Stinger nochmal den Skin hier. Stinger spiele ich halt leider auch nie. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Skin, finde ich. Dann nochmal 10 Radianit-Punkte. Oder sogar im kostenlosen Battle Pass drin. Finde ich sehr, sehr cool. Sehr, sehr fair gemacht. Da muss man sich nicht extra einen Battle Pass kaufen. Tag 1er. Ja, moin. Die Frenzy, die spiele ich tatsächlich. Aber ich finde, ja, der Skin kommt nicht so gut auf so einem kleinen Skin. Also der kommt auf den anderen Skins besser. Auf der Bulldog zum Beispiel. Auf der Phantom wäre da, glaube ich, echt cool gekommen, das Skin. Aber vielleicht kommt er ja noch, vielleicht kommt er ja sogar noch. Ist auf jeden Fall ein cooler Skin. Die Frenzy spiele ich auch, aber viele spielen die, glaube ich, gar nicht. Graffiti Camper, ist ganz lustig.
Was haben wir hier? Welch uraltes Geheimnis. Was hat ein fucking Oktopus mit dem Radianit zu tun? Ja, vielleicht erfährt man ja noch was in der Lore von Valorant. Vielleicht, die ist ja noch nicht fertig geschrieben, wer weiß. Was hat ein Oktopus damit zu tun? Egal, das ist ein anderes Thema. Nochmal 10 Radianit-Punkte, sehr, sehr schön. Die Marshall, okay. Marshall spiele ich halt auch nie. Finde ich ein bisschen blöd, so dass die ganzen Skins gerade nur für Waffen sind, die ich nicht spiele. Aber immer trotzdem sehr, sehr schön. Das Skin macht sich auf der Marshall auch sehr, sehr gut, finde ich. Dann haben wir hier den Salzstreuer animiert. Das ist ein sehr, sehr cooles Graffiti. Gab es auch schon in der Beta, soweit ich weiß. Graffiti wie bitte? Die guckt ganz lustig. Nochmal 10 Radianit-Punkte. Gibt auf jeden Fall anscheinend auf jeder Stufe mindestens ein bis zweimal welche drin. Das ist sehr, sehr cool. Dass man da genug hat für seine Skins auch. Ein Donut, so ein Simpson-Donut ist es, glaube ich, sieht ganz lustig aus. Ein animiertes Graffiti, aber warum Glühbirne? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Oh, und jetzt haben wir meinen Phantom-Skin. Sieht sehr, sehr schick aus, auf jeden Fall. Gefällt mir sehr, sehr gut. Doch, das kann ich mir auch gut mit dem Visier hier vorstellen. Benutze ich zwar nicht das Visier, aber ist ein sehr, sehr schöner Skin. Gefällt mir sehr, sehr gut. Nochmal Radianit-Punkte und ein Banner. Dann ein Käse, absolut unnötig. GG, das ist ganz cool. Oh, was ist das denn? Heilige Scheiße, okay. Das sieht geil aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Den auf der Phantom, der wäre nice. wieder auf der Odin spiele ich halt auch nie eigentlich. Okay, ein Talisman. Ein Banner. Radianit-Punkte, Pizzastück, das guckt ganz lustig. Graffiti absolut unnötig. Oh, okay, es gibt den für die Ghost anscheinend. Sieht sehr, sehr cool auf der Ghost aus. Sie erinnert mich ein bisschen an den von der, von dem Omen aus dem Player-Vertrag, der Ghost-Skin. Sieht ein bisschen ähnlich aus, vom Farbdesign her. Aber, ja, ist sehr, sehr cool, finde ich. Sehr, sehr cool. Radianit-Punkte nochmal, einsamer Wolf, ein Graffiti, bla, unnötig, sehr, sehr nötig. Für die Judge, okay. Ja, Judge spiele ich tatsächlich öfter mal hin und wieder. Die Waffe ist ganz lustig. Kommt auf der auch sehr, sehr gut, auch mit den großen Kanonen hier. Patronen, sieht sehr, sehr cool aus. Animiertes Graffiti, ich finde sowieso animierte Graffiti sehr, sehr cool. Okay, wir kommen auf die vorletzte Seite, ich bin gespannt. Am Ende müssen noch mal ein paar Knaller kommen jetzt hier. Was haben wir hier nochmal? Radianit-Punkte, ein Banner, ein Graffiti, okay. Eine Radianit-Kiste, finde ich jetzt auch nicht so krass. Okay, für die Vandal gibt es den Skin, finde ich sehr, sehr cool. Macht sich auf der Vandal auch sehr, sehr gut. Ich finde es komisch, dass das hier vorne noch gefärbt ist, aber ist okay. Ich frage mich, ob der im Dunkeln leuchtet. Das wäre cool, weil es sieht so aus, als ob die diese Linien hier so einen leichten Glow-Effekt hätten. Wenn die im Dunkeln leuchtet so ein bisschen oder glowt, wäre das schon sehr, sehr cool und würde sehr, sehr sick aussehen. Das wäre sehr, sehr geil, ja. Talisman-Toaster, unnötig as fuck. Okay, der Talisman sieht sogar ganz cool aus, finde ich. Der schwebt halt daneben dran. Könnte Venice sein oder so. Diesen Kirchturm. Sieht sehr, sehr ähnlich aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Was haben wir hier noch? Vertraulichen, ja. Obwohl, ist das vielleicht ein Teaser? Das könnte ein Teaser sein für so einen kleinen Roboter hier oder Roboter für irgendeinen Charakter, der kommt. Weil ich glaube, ein Player ist es nicht. Dafür sieht das ein bisschen zu abgefuckt aus, die Statur. Aber es könnte vielleicht ein Teaser sein für irgendeine Fähigkeit oder sowas. Wer weiß. Vertraulich? Oh, ich sehe schon. Oh, wir haben hier, wir bekommen ein Knife. Okay, man bekommt ein Knife im Battle Pass. Das ist sehr, sehr cool. Man muss jetzt sagen, ist natürlich jetzt nicht so extravagant, kommt dem Original Knife sehr, sehr nah, aber ich find's cool, dass auf jeden Fall ein Knife im Battle Pass drin ist, wenn man überlegt. Ich sehe gerade, man kann sich den ganzen Battle Pass auch kaufen, ja, schnapper. Wobei ich, man kann, sie kommt dem ganzen, kommt dem Knife sehr, sehr nahe, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass man sich für rund 10 Euro auch nochmal eine andere Variation vom Knife kaufen kann. Sieht ganz,
ganz interessant aus. Ist jetzt aber auch irgendwie, hätten sie ein bisschen was Extravaganteres reinmachen können, finde ich. Also das ist schon, ich weiß nicht. Kommt dem Original Knife, soweit ich weiß, sehr, sehr nah. Sieht man das hier? Ja. Das ist das Original Knife. Das ist das Battle Pass Knife. Ja. Kann man machen, ist ganz cool. Gehen wir hier nochmal kurz auf den Battle Pass. Auch jetzt bin ich ganz wieder hinten. Und schauen uns die letzten zwei Sachen nochmal an. Wir haben hier für den Gratis Pass nochmal am Ende. Und auch für den Premium Pass natürlich. Was ist denn das? MX Folge 1? Also das ist diese Player-Karte, scheint, steht gar nicht normalerweise, steht da nicht vorher normalerweise Player-Karte dabei? Ja, keine Ahnung. Und doch als eine Piste, eine Classic am Ende, okay. Finde ich sehr, sehr cool. Sieht sehr, sehr schick aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem Battle Pass. Ich bereue es nicht, dass ich ihn gekauft habe. Muss aber dennoch sagen, dass ich finde, dass sehr, sehr viele Waffen dabei sind, die ich nicht spiele. Die Spectre spiele ich zwar, Bucky spiele ich selten, Stinger spiele ich nie, Frenzy spiele ich zwar, aber viele andere nicht, Marshall spiele ich auch nie. Von daher, Odin spiele ich auch eigentlich nie. Von daher sind da viele Skins dabei, die ich eigentlich vermutlich nie verwenden werde. Aber allein für die Radianit-Punkte hat es sich, glaube ich, schon gelohnt. Ja, und einfach um irgendwie was zu sammeln. Sind auf jeden Fall aber auch sehr, sehr schöne Skins dabei, finde ich. Vom Design her gefällt mir das sehr, sehr gut. Wir können uns auch mal kurz anschauen, was es im Shop gibt. Übrigens, die Punkte, die ihr in der Beta ausgegeben habt, bekommt ihr wieder zurück mit einem 20% extra. Die habt ihr wieder zurückbekommen, dafür habt ihr halt die ganzen Skins aus der Beta nicht mehr. Schauen wir uns mal die Prime-Sammlung hier an, die Waffenskinsammlung, und es gibt eine Axt. es gibt eine Axt, die sogar, hat die sogar animiert mit Blitzen anscheinend. Oh. Also die ist schon echt heftig, heilige Scheiße. Stell euch mal vor, ihr habt so ein Knife-Duell und einer kommt mit seinem kleinen Pissknife an und ihr kommt da mit eurer Axt um die Ecke, heilige Scheiße, Junge. Okay, die ist crazy, Junge, okay, heftig, die ist heftig. Könnte man sich überlegen, für 35 € könnte man sich überlegen, ob man sich die kauft. Aber ich finde die Farbkombination nicht so ganz so geil. Aber ich finde es crazy, dass es eine Axt gibt. Also, ich bin mal gespannt, was da in Zukunft noch auf uns zukommt. Also, wenn wir jetzt schon eine Axt haben, also da wird wahrscheinlich noch das eine oder andere kommen, früher oder später, ich sag's euch, haben wir eine Schere in der Hand oder so. naja, was haben wir hier noch? Wir haben die Guardian drin und auch verschiedene Stufen. Einmal so farbliche Bullets, eine Nachladeanimation, glaube ich. Und so ein Kill-Animation. Sehr, sehr cool. Finde ich sehr, sehr schön. Dann haben wir noch verschiedene Farbvariationen hier. Ich schätze mal, für die ganzen anderen Waffen ist es genau dasselbe, ja. Ich finde es eine sehr, sehr interessante Nachladeanimation. Das, weil keine Munition da reiten hier, sondern irgendwie so ein Leuchtstab. Wie sieht das bei der Pistol aus beim Nachladen? Auch oben in den okay. Und die haben aber alle dasselbe. Schauen wir uns mal ganz kurz an, wie es für die AK aussieht. Ah, sieht sehr, sehr schön aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich bin mal gespannt, leider gibt es dafür keine Vorschau, ne? Mich würde es mal interessieren, wie das für die verschiedenen Farben noch aussieht, weil es gibt hier verschiedene Farben. Gibt es das auch fürs Knife zufällig? Nee, ne? Na, leider nicht. Boah, das wäre krass, so direkt mal Knife kaufen mit verschiedenen Farbvariationen noch, das wäre crazy. Aber ich sehe schon, man bekommt hier auch noch was extra, so ein Graffiti, ja gut, unnötig. Das Player-Banner sieht ganz cool aus, gefällt mir gut. Und wieso buggt das denn so? Ah, jetzt so ein Goldbarren. Oder den Goldbarren finde ich sogar ganz cool eigentlich. Ja gut, das Pack scheppert auch gut rein, muss man sagen, ja, aber bekommt natürlich auch hier einige Skins für, ist aber auch gut teuer, also man sieht, die haben die Preise nicht nochmal angepasst, war ja in der Rede in der Beta, ob die Skins zu teuer sind, wir befinden uns aber trotzdem hier noch im gleichen Preissegment wie in der Beta auch. Was haben wir unten noch, schauen wir auch nochmal kurz rein, eine Judge Rush finde ich jetzt nicht so interessant. Die Vandal, die finde ich ganz cool, die sieht interessant aus, ja, auf jeden Fall. Die ist ganz cool mit diesem goldenen, verzierten, sehr, sehr schick, gefällt mir sehr, sehr gut. Die Marshall, oh, gut, das ist absoluter Schmutz, also dafür würde ich keinen Skin ausgeben, gefällt mir persönlich nicht, kann sein, dass es wem anders gefällt. Mir nicht.
Und die sieht in meinen Augen auch relativ basic aus. Und Judge, ja. Ist jetzt eh nicht so ein Skin, die Waffe, die ich so oft spiele. Spiele ich zwar hin und wieder mal, ja. Aber ja, gefällt mir jetzt auch nicht so gut. Der Skin, muss ich persönlich sagen. Die Sachen habe ich auch, ich habe gerade schon geguckt, die Sachen aus der Beta, die behält man. Also die Talismane behält man aus der Beta, die man sich da gesammelt hat. Und ja. Das war es soweit vom Video. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr vom Battle Pass haltet. Wie gefällt ihr euch? Kauft ihr euch den? Mir gefällt er an sich sehr, sehr gut. Für 10 € kann man da nicht meckern. Und ja. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr weitere Valorant-Videos sehen wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao!